Hey Leute, ich werde dieses Intro sehr kurz halten, weil es ungefähr 100 Grad in diesem Raum ist und mir so heiß ist. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich schon wieder neue Haare. Also ich habe sie mir jetzt nochmal gefärbt. Ich wollte sie eigentlich wieder so braun haben, so ein helleres Braun. Und dann hat mich der Friseur überzeugt, sie doch blond zu machen. Und jetzt ist es so ein Blond. Also die sind unten noch ein bisschen kühler, so ein bisschen gräulicher. Und hier halt noch sehr warm. Also vielleicht mache ich sie hier dann auch noch mal kühler, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich demnächst wieder braune Haare habe. Aber ihr könnt mir trotzdem mal schreiben, wie ihr es findet, und es ist wirklich richtig heiß. Heute habe ich auf jeden Fall ein sehr cooles DIY für euch. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Duschjellies von Lush, die so richtig wobbly sind und voll gut riechen und mit denen man halt duschen kann. Und ich habe jetzt nach einem DIY gesucht, wie man die selbst machen kann. Und ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viele auf YouTube gefunden. Aber ich habe noch keins im deutschsprachigen Raum gesehen. Deswegen hoffe ich, interessiert euch das vielleicht. Und vielleicht wisst ihr noch nicht, wie man die macht. Die meisten DIYs, die ich jetzt gesehen habe, waren allerdings mit Gelatine. Und ich finde, das macht halt irgendwie gar keinen Sinn, wenn man ein Lush-Produkt nachmacht und dann Gelatine benutzt. Weil viele Lush-Produkte sind ja auch vegan. Ich glaube, alle sind auch vegetarisch. Und also ich habe das Ganze deswegen mit Agar-Agar gemacht. Das ist ein Gelatine-Ersatz quasi, der ein bisschen schwer zu handeln ist. Da muss man so den Bogen ja, raus haben. Und ich würde sagen, ich rede jetzt einfach nicht lange, sondern wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und ich hoffe, dass euch dieses DIY gefällt. Und falls ihr Bock habt, dass ich öfter DIYs mache, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was ich nochmal nachmachen soll oder so. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und ja, schickt mir Fotos, falls ihr was nachmacht. Viel Spaß! Für das DIY braucht ihr erstmal solche kleinen Behälter, wo das Ganze dann rein kann. Dann braucht ihr eine Schale. Dann braucht ihr noch 100 ml von eurem Lieblingsduschgel, was am besten auch einen Duft hat. Dann, wenn ihr wollt, noch Lebensmittelfarben. Ein Öl für noch mehr Duft. Und wenn ihr es wirklich wie bei Lush haben wollt, dann noch ein wenig Glitzer. Und was ich natürlich vergessen habe, ist 4 Teelöffel Agar-Agar und 150 ml Wasser. Und ich erschrecke, ich bin gerade aufgestanden und nehme das Voice-Over auf, deswegen höre ich mich so an. Also als erstes müsst ihr das Agar-Agar-Pulver in euren Topf geben, dann mit dem Wasser mischen und erstmal ein bisschen verrühren. Und das Ganze wird dann zusammen aufgekocht. Das müsst ihr dann ungefähr, wenn es aufgekocht ist, nochmal 2 Minuten so blubbern lassen, bis sich das Ganze wirklich gut aufgelöst hat. Dann gebt ihr das wieder zurück in eure Schüssel. Dann gebt ihr das Duschgel dazu und verrührt das Ganze nochmal. Dann könnt ihr noch eure Lebensmittelfarbe dazugeben und das ätherische Öl und eine Prise Salz. Ich glaube aber, wenn ihr das vergesst oder so, ist es auch nicht so schlimm. Und genau, da gebe ich das ätherische Öl dazu. Da könnt ihr ruhig ein paar mehr Tropfen nehmen, weil sonst riecht man das gar nicht so doll. Dann verrührt ihr das und gebt es in eure Förmchen. Da bei diesem Versuch hatte ich leider noch ein bisschen zu wenig Agar-Agar genommen, deswegen hat das Ganze nicht geklappt. Aber wenn ihr da genug nehmt, dann sollte das auch mit diesem Förmchen klappen. Und dann könnt ihr natürlich noch das Glitzer dazugeben und dann auch noch verrühren. Und hier habe ich versucht, das nochmal so cool zu machen mit ein wenig schwarzer Lebensmittelfarbe. Das hat sich leider dann am Ende alles vermischt. Aber wie gesagt, wenn ihr genug Agar-Agar nehmt, dann sollte das eigentlich auch so bleiben. Hier ist übrigens mein gelungener Versuch mit genug Agar-Agar. Das sieht dann so aus, da bleibt der Glitzer auch richtig schön oben an der Oberfläche. Und hier seht ihr, ist es leider nichts geworden mit meinen Förmchen. Ich war wirklich richtig traurig. Da habe ich nämlich, glaube ich, nur 2 Teelöffel oder 1 Teelöffel Agar-Agar genommen. Hier ist mein fertiges Ergebnis. Also es ist zwar nicht ganz so wobbly wie bei Lush, aber es macht wirklich Spaß, damit zu duschen. Und wie ihr seht, es schäumt auch richtig gut. Ja, ich denke mal, wenn ihr das mit Gelatine macht, dann wird das Ergebnis vielleicht noch ein bisschen mehr so Lush-mäßig. Oder ich habe einfach noch irgendwas falsch gemacht, aber ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, ich hoffe, euch hat das DIY gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, falls ihr mehr DIYs haben wollt. Und schickt mir Fotos, wenn ihr das DIY nachmacht. Würde mich sehr interessieren, wie es bei euch aussieht und welche Farben ihr genommen habt oder Duftrichtungen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.